SWR 3, die Tierdogs. Was hat er dann? Mit Dr. Hart. Ein Arzt der Leidenschaft. Und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Es ist eine Elefantenkuh. Also ein Weibsche. Und was hat sie dann? Sie ist extrem fürsorglich. Wie? Na, zu Hause bei uns kümmert sie sich den ganzen Tag um andere Tiere und schaut, dass es allen gut geht. Gibt's auch was von ihrer Fleischknepp ab? Ja, die verteilt sie total selbstlos. Es tut mir leid, aber in so einem schweren Fall müssen wir das Tier eigentlich einschläfern. Es hilft. Elefanten sind soziale Herdentiere. Wie wir Menschen leben sie in komplexen Netzwerken, in denen Mitgefühl und Hilfe für andere eine große Rolle spielen. Aber das Verhalten ihrer Elefantendame geht etwas darüber hinaus. Ja, du großer grauer Gandhi, Mama laut. Mama leise. Klingt ja soweit normal. Chef, das ist es. Wie? Großer grauer Gandhi. Hä? Das hier ist Mutter Teresa. Oh mein Gott. Mutter Teresa, halt ich's aus. Deshalb kümmert sie sich immer so selbstlos um andere und ist so hilfsbereit. Schauen Sie mal, wie sie mit den Ohren wackelt. Elefanten können mit ihren großen Ohren kommunizieren, was sie uns wohl sagen will. Das ist doch klar, die schlackert mit der Ohren. Und warum? Wegen unserer Rechnung. Bald wieder. Was hat er dann?